beispielsweise Oralverkehr, können sich auch Chlamydien im Rachen ansammeln. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Man kann es ja jetzt mittlerweile schon fast als kleine Reihe bezeichnen. Es soll gehen um Geschlechtskrankheiten. Was Chlamydien sind und was passieren kann, wenn ihr eine Infektion habt, das erfahrt ihr jetzt im Video. Vorab an dieser Stelle noch vielen Dank an den VRK. Ja, was sind eigentlich Chlamydien? Also die Chlamydien, das sind Bakterien und die führen tatsächlich zu einer Entzündung der Harnröhre, der Genitale und des Enddarms. Was sind denn jetzt die Bakterien? Also Chlamydien oder auch Chlamydophila genannt, sind eine Gattung, die gehören zur Familie der Chlamydien. Und die Chlamydia trachomatis, das ist tatsächlich eine Subspezies davon und der häufigste Erreger der sogenannten Chlamydieninfektion. Oft werden die Chlamydieninfektionen gar nicht erst entdeckt, weil die Symptome nur leicht sind, aber da möchte ich auch gleich später noch zu kommen. Problem ist, Infektion wird schwer entdeckt, wird also nicht oder zu spät behandelt und dann kann das tatsächlich zu Unterleibsentzündungen, auch bei Mann Entzündung der Prostata, Hoden und Nebenhoden führen, was dann im schlimmsten Fall tatsächlich die Unfruchtbarkeit bedeutet. Wenn Schwangere sich mit Chlamydien infizieren können, sind auch Frühgeburten möglich und das Neugeborene kann sich ebenfalls anstecken. Gut, jetzt ist klar, Chlamydien ist eine Geschlechtskrankheit. Wie übertragen sich denn Chlamydien? Chlamydien sind Bakterien, die sich klassischerweise an Schleimhäuten aufhalten. Im Genitalbereich oder im Unterleib wären das vor allen Dingen die Harnröhre, Gebärmutterhals, Enddarm, Vagina sowie Vaginalflüssigkeit und im Sperma. Aber auch im Rachen sind Schleimhäute, von da an halten sie sich auch tatsächlich im Rachen auf. Im Urin oder im sogenannten Lusttropfen des Mannes können sie auch tatsächlich in geringer Konzentration auftreten. Und wenn man jetzt also bei irgendeiner sexuellen Praktik in direktem Kontakt mit den Schleimhäuten, die infiziert sind, oder mit Körperflüssigkeiten, die infiziert sind, kommt, dann werden tatsächlich die Chlamydien übertragen. Beispielsweise Oralverkehr, können sich auch Chlamydien im Rachen ansammeln. Dort kommt es zu keiner Erkrankung. Die Chlamydien verschwinden nach einigen Wochen von selbst wieder. Allerdings, wenn man in der Zwischenzeit vielleicht mit jemandem Oralverkehr hat, der noch keine Chlamydieninfektion hat, kann dieser sich mit Chlamydien anstecken. Was sind die Symptome? Oft treten gar keine Symptome auf bei Chlamydien, deswegen die werden gar nicht festgestellt. Und wenn es aber zu Symptomen kommt, sind das klassischerweise Ausfluss aus Harnröhre oder Vagina, Jucken, Brennen, Schmerzen beim Wasserlassen. Wenn man ganz starke Symptome hat, wie zum Beispiel Fieber, eine stärkere Regelblutung oder Zwischenblutung, dann ist das tatsächlich oft ein Zeichen dafür, dass die Infektion bereits in der Gebärmutter, im Eileiter oder in die Bauchhöhle gewandert sein kann und dort eben die Entzündung entsteht. Das, hatte ich vorher schon gesagt, kann im schlimmsten Fall zu Unfruchtbarkeit und auch zu Bauchhöhlen oder Eileiterschwangerschaften führen. Ja, bei Männern macht sich das Ganze dann durch Fieber, Schmerzen im Hoden oder Unterbauch bemerkbar und die Bakterien sind dann aufgestiegen und dann kann es tatsächlich zu einer Entzündung des Samenleiters bis hin zur Prostata oder des Nebenhodens kommen. Auch bei Männern kann es also bei einer unbehandelten Infektion zu Unfruchtbarkeit kommen. Was könnt ihr denn jetzt tun? Wie könnt ihr euch schützen? Beziehungsweise was tun wir, wenn es soweit ist und ihr tatsächlich euch infiziert habt? Wie behandeln wir das? Chlamydien sind Bakterien, die behandelt man mit einem Antibiotikum. Und je früher die Infektion entdeckt wird, desto besser kann man sie behandeln und desto einfacher ist sie zu behandeln, desto kürzer ist die Behandlungsdauer. Wichtig ist, wenn ihr wisst, dass ihr eine Chlamydieninfektion habt, dann informiert unbedingt euren Partner, dass die sich auch direkt testen lassen und auch eventuell direkt mitbehandelt werden. Und natürlich, wenn ihr potenziell weiterhin Geschlechtsverkehr haben wollt, dann tut dies niemals ohne Kondom, schon gar nicht, wenn euer Gegenüber überhaupt gar nicht weiß, dass ihr an einer Infektion leidet, weil ihr dann tatsächlich bewusst in Kauf nehmt, den anderen zu infizieren. Ich werde ja nicht müde zu sagen, gerade bei der Geschlechtskrankheitenreihe, Kondome schützen. Also, wenn ihr Geschlechtsverkehr haben wollt, benutzt ein Kondom. Das Kondom verhindert die Infektion zwar nicht zu 100%, aber das Risiko wird enorm gemindert. Ja, und wenn ihr doch wechselnde Sexualpartner habt, dann lasst euch auf jeden Fall regelmäßig testen, denn eine Infektion macht sich ja nicht immer bemerkbar. So könnt ihr aber durch Routinetestung frühzeitig eine Infektion erkennen und verhindert auch, dass ihr sie so weitergebt. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen, was Chlamydien sind, dass es eine Geschlechtskrankheit ist, die dementsprechend auch übertragen wird. Und ich freue mich auf weitere Kommentare, Fragen oder Themenwünsche.
die ich in meinen nächsten Videos mit euch besprechen kann. In diesem Sinne vielen Dank an den VRK und wir sehen uns beim nächsten Mal.